Und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und lieber Steinbock, du bist natürlich hier, um dir deine April-Legung und Botschaft der geistigen Welt bei mir abzuholen. Ich heiße dich hier an meinem Tisch ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Steinbock. Wenn du noch nicht weißt, wer ich bin, warum ich tue, was ich tue und was ich dir vor allem alles anbieten kann, zu deiner persönlichen Transformation, zu deinem persönlichen Bewusstwertungsaufstieg, zu Befreiung deiner Seele, ja, dann schau dir bitte alle meine Angebote an. Unten hat es eine Playlist, jedes ist auch einzeln aufgelistet und zu jedem hat es ein kurzes Video dazu. Ja, lieber Steinbock, dein mediales Bild werde ich dir zum Vorfeld geben. Dann werden wir mit diesem wunderschönen Heindl-Tarot-Deck werden wir deine Legung machen im zeitlichen Ablauf. Ich werde eine allgemeine Legung machen, dann zu Beruf und Finanzen und zu Liebe und Beziehung und genau, im zeitlichen Ablauf. Das heißt, von Ende März jetzt her bis Ende April doch, Anfangs Mai. Wow, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich wollte sagen, ich gebe dir dann von der geistigen Welt am Ende natürlich noch eine Botschaft mit auf den Weg von Spirit, von den aufgestiegenen Meistern für dich, für den Monat April. Und schau mal, was ich hier habe als Krafttier, nämlich ich gebe dir eine Botschaft von diesen wunderschönen magischen Krafttieren, habe ich gerade den Steinbock genau vorne hier auf dem Stapel gehabt. Wunderbar. Das beginnt schon unglaublich zu fließen hier mit dir, Steinbock. Ja, du bist ja der wunderbare Felsen Gottes, so nennt dich die weiße Bruderschaft, die aufgestiegenen Meister. Das sind die Lenker dieses Universums und waren 36 Jahre lang meine geistigen Lehrer. Ja. Steinbock, dein Bild für den Monat April. Ja, und ich weiß es, ich habe den Steinbock in der Venus, so ticke ich in Beziehung und in Liebe. Und wir wissen alle, ja, der Steinbock ist ein sehr, sehr konzentriertes Zeichen. Jeder Schritt, den er tut, ist natürlich darauf bedacht, dass er den Felsen nicht runterfällt. Ja? Also er ist mit Sicherheit ein Mensch, der seine Beziehung und Liebe nicht auf Sand aufbaut. Das kennen wir vom Steinbock. Auch, dass der Steinbock ein Familienmensch ist. Auf den Steinbock ist Verlass, ja, fast 100%. Der Steinbock ist ein Mensch, der sehr viele Dinge auch auf seinen Schultern lasten kann, also sehr viele Dinge auf seine Schultern nimmt. Er trägt manchmal auch seine Kinder, seine Familie durch die steinigen Wege des Lebens. Ja. Und manchmal tut man dem Steinbock auch einfach zu viel auflasten. Ja. Er lastet sich dann vielleicht zu viel Verantwortung an. Aber nichtsdestotrotz ist der Steinbock eben auch der Prüfstein des Lebens. Eben dieser Prüfstein. Ja, man soll prüfen, ob dieser Stein nicht wackelt. Ist auch die Tarotkarte der Teufel. Ja. Er prüft uns doch immer und immer wieder. Das ist seine Aufgabe und die ist nicht schlecht zu verstehen. Nun, ich zum Beispiel war ein Freeclimber. Also ich bin tatsächlich, ich habe eine Liebe zu Felsen und zu Bergen. Ja, gut, ich komme natürlich auch aus der Schweiz. Aber ich habe eben auch diese Liebe zu dieser Konzentration. Wirklich zu testen, kann ich hier noch mit einem Zeh und hier noch mit einem Finger mich halten, ohne dass ich falle. Und ich persönlich kann einfach sagen, oft versteht man den Steinbock hier ein bisschen falsch, denn der Steinbock ist durchaus spielerisch. Warum sage ich das? Weil ich das weiß. Und dein mediales Bild, lieber Steinbock, war wunderschön für den April. Ich sah dich in deiner Herde, ja, weil Steinbock ist ein Herdentier. Und ich sah diese Herde auf einer Klippe. Beziehungsweise war da eine Felsklippe, eine Schlucht, ja, und es hatte zwei Klippen. Und ich sah dich, lieber Steinbock, und ich sah auch deinen Partner, wenn du einen hast, und deine Familie, ich sah eben diese Herde, diese vielleicht eine Seelenfamilie. Und ich sah euch springen, ein nach dem anderen.
Und es war so wunderschön. Ich habe dich gesehen, wie du mit so einer Eleganz, ja, so einer Leichtigkeit, so einer Kraft in diesem Steinbock drin, ja, gesprungen bist. Und du hast so einen kleinen Kluckser gemacht noch beim Sprung. Und ich sah so richtig, das ganze Umfeld war so frühlingshaft mit Blumen, mit Feen, ich hätte fast sagen können, bei diesem Sprung, bei diesem leichten Sprung, den du gemacht hast, sind wie Sterne aufgeflackert, im Sinne zu sagen, wow, weißt du, Welt, ich springe sicher, aber ich springe leicht. Ich weiß nicht, was das für dich, lieber Steinbock, zu bedeuten hat hier. Du weißt es wahrscheinlich am allerbesten. Lass es mich wissen in den Kommentaren. Wir werden hier auf jeden Fall in deine Legung jetzt starten. Weil eins ist ja dem Steinbock ganz klar. Man würde es nicht denken, aber dem Steinbock ist der Spruch: Sicher ist, dass nichts sicher ist, sehr klar. Und aus diesem Grund ist auch die Lehre unseres Teufelchens, ja, dem Steinbock, ist eben auch die Achtsamkeit. Ja? Auch ein Steinbock rutscht mal ein bisschen ab, aber es gibt selten, selten Steinböcke, die wirklich fallen. Aus diesem Grund ist eine Kunst, die der Steinbock hat, definitiv die Achtsamkeit. Wie er die Schritte tut, was aber nicht bedeutet, dass er nicht Leichtigkeit darin hat. Ihm fällt das leicht, diese Achtsamkeit aufzubringen. Ja, Konzentration und Achtsamkeit. Ich kann es nicht anders beschreiben. Aber ich denke, lieber Steinbock, du verstehst genau, was ich meine, denn du bist ja auch ein Steinbock. Außer du wärst vielleicht keiner, dann wärst du ein Schütze, wenn du die Liste in meinem Community-Bereich anschaust, weil ich neuzeitlich die Astrologie lehre und sehe, auch alle meine Ausbildung. Ich lehre sie mit dem 13. Aspekt, dem Schlangenträger. Er gehört ins neue Zeitalter. Er ist die Energie des neuen Zeitalters. Ihm gehört nämlich auch der Planet Erde. Da kannst du schauen, im Community-Bereich habe ich eine Liste. Wenn ich den 13. einrechnen möchte, du musst natürlich nicht, bin ich dann überhaupt Steinbock oder falle ich zurück zum Schützen? Auch eine wunderschöne Kombination, wenn du nah am Schützen bist, ja, genau. Gut, also kommen wir zur allgemeinen, ja, Legung hier. Ja, also du bist super unterwegs. Eben diese Leichtigkeit, diese Frühlingsgefühle. Ja, ich sah dich fast wie tänzelnd über diesen Felsen springen. Und der war wirklich nicht gerade, das war nicht ein einfacher Sprung, aber du hast den genommen mit so einer Leichtigkeit, lieber Steinbock. Vielleicht sagst du dir einfach, wow, ich zeige mal, wie leicht ich eigentlich sein kann, wie spielerisch, wie unglaublich ich das Spiel des Lebens sehr klaren Griff habe. Hier, deine vergangene Energie, Quelle des Glücks. 9 der Kelche. Wow. Ich muss das nicht sagen. Die Quelle des Glücks. Zack. Du bist kurz, kurz, kurz davor, einen Kreislauf in deinem Leben zu beenden. Vielleicht war es auch eine gewisse Schwere, die du ein bisschen letztens mitgeschleppt hattest. Vielleicht eben auch einfach zu viel Verantwortung, wo du einfach gemerkt hast, oh, jetzt möchte ich mal gern springen, ich muss mal ein bisschen was abschütteln hier und in die Leichtigkeit gehen mit mir selbst und dem Leben und mit allen anderen Bereichen meines Lebens auch. Weil das bringt dir nämlich hier, lieber warum sage ich Schlangenträger? Ja, wegen dieser Karte hier, ich komme noch dazu. Das bringt dir nämlich Freude. 6 der Kelche, sehr viele Gefühle hier, du bist mit deinem Emotionen super, super im Einklang. Im Moment führt dich die Intuition, genau das hat der Steinbock nämlich, obwohl er ein Erdzeichen ist, hat er eine grandiose Intuition, welchen Schritt muss ich gehen. Ja. Und welcher Schritt bringt mich mit Achtsamkeit und der Konzentration, bringt mich genau zu dieser Freude. Ja. Weil Disziplin ist auch etwas von dir, lieber Steinbock. Wenn du dir was vornimmst, du hast einen starken Willen,
Du gehst dorthin und du tust es mit Freude. Wow, Mitte April, wunderbar, von der Quelle des Glücks in die Freude hinein und Ende April, anfangs in den Mai, da haben wir die Stärke, die Kraft. Und ja, diese Karte wird dem Löwen zugeschrieben, unserer Sonne, ja, dem Portal des Lichts, des Lebens, der Lebensfreude, das ist eine Leader-Energie, ja, einfach sonnig, wunderbar, super positiv. Ich gebe das aber auch dem Schlangenträger, weil hier haben wir ja die Schlange. Und das ist pure Transformation. Ja, du transformierst etwas, was noch in den niederen Bereichen deiner Energie lag, ja, vielleicht ein bisschen in deinem Instinkt noch zu sehr warst oder in diesem Reptilian Brain, was ja immer auf Überleben aus ist. Ja. Du transformierst dir etwas ganz tief aus deinem Unterbewusstsein in eine göttliche Kraft hinein. Es ist eine Form von du kommst hier in deine eigene göttliche Stärke hinein und das gibt dir unglaublich viel Energie, dich zu transformieren. Eine Situation oder alle Situationen in deinem Leben. Du kommst hier in Berührung mit deinem höheren Selbst, der Kundalini-Energie, ja, und vielleicht sogar, darum hast du diese Leichtigkeit. Denn alles ist ein Traum. Wir leben in einem Traum von einem Traum. Mhm. Ja. Wow, wunderschön hier. Wunderschön. Natürlich bringt man diese Karte auch, muss ich dazu sagen, auch ein bisschen in Verbindung mit der sexuellen Kraft. Ja, es ist auch Frühling, lieber Steinbock. Ja, vielleicht flammt dir was auf in dir. Vielleicht nimmst du das alles viel spielerischer. Muss aber nicht sein, denn Kundalini-Energie ist die pure Lebenskraft, Licht und Leben. Es ist Schöpferkraft. Und ich glaube, dass du hier Ende April, Anfang Mai in diese Kraft kommst, dass du ganz, ganz neu aus dieser Quelle des Glücks und der Freude schöpfen wirst. Kommt mir vor, wie ein neuer Steinbock wird hier geboren. Und das ist auch richtig so, weil wir nämlich in ein neues Zeitalter gehen. Und interessanterweise ist der Steinbock das erste Zeichen im Sinne von, wir bauen ja auch neue Zeitalter nicht auf Sand auf, sondern auf Felsen. Jesus hat das sehr schön gesagt, als sein Zeitalter vor mehr als 2000 Jahren begonnen, ja, hat er gesagt, ich bin der Fels in deiner Brandung. Ich bin der Fels in der Brandung. Auf mir baut man Welten auf. Und das ist genau die Energie des Steinbocks. Ja? Zuerst werden wir geprüft. Das ist sehr klar. Wer kommt in diese neue Welt? Wer hat sich mit der neuzeitlichen Erde, mit dieser höher, viel höher schwingenden Erde, die jetzt dann im September, am 13. September 2024 geboren wird, ja, dann ist die Geburt dieser neuen Erde, dieses neuen Zeitalters. Und du, Steinbock, du bist jetzt gerade in dieser dunklen Phase, wo wir jetzt durchgehen. Wir hatten Mondfinsternis am 25.03. Wir haben eine Sonnenfinsternis am 8.04. Wir haben am 1. April rückläufiger Merkur und der Saturn kommt in die Venus. Bist du sehr aktiv. Wir werden definitiv geprüft, aber du, Steinbock, du tust das mit Leichtigkeit, denn du bist da bei diesen Prüfungen bereits durch. Du bist vorangegangen. Wow, ich weiß nicht, was hier durch mich fließt, aber das ist eine unglaubliche Kraft hier. Mhm. Und sollte dich das alles sehr tief berühren, wenn du merkst, deine Seele will über dieses Wissen, was ich habe, und es ist neuzeitlich, und ich würde behaupten, dass es also mindestens im deutschsprachigen Raum solche Ausbildungen noch nicht, sie nicht gibt, sie sind einmalig mit der Weißen Bruderschaft, mit dem Lenker dieses Universums, auch dieser Erde, zu arbeiten. Wenn du dich berufen fühlst,
deine Kraft in etwas Höheres, in einen höheren Dienst, in einen göttlichen Dienst zu stellen, dann schau dir bitte meine Ausbildung an. Ja. Kommen wir zu Beruf und Finanzen. Und wenn ich hier ein bisschen mich einmische, einmische, möchte ich dir auch vorankündigen, dass ich natürlich als der Avatar der neuen Göttin dieses Freya-Fest anleiten werde. Ich werde es einfach Freya-Fest nennen. Es wird irgendwo im Osten Deutschlands stattfinden und natürlich genau dann, wenn die Geburt dieser neuen Erde da ist. Nämlich eben vom 13. Freitag der 13. per Zufall auch der Freya-Tag. Von Freitag bis Sonntag wird das stattfinden. Du wirst im Community-Bereich mehr erfahren darüber und du darfst dich dort ganz, ganz gerne anmelden. Dort wirst du mich tatsächlich ganz, ganz persönlich treffen können. Finanzen und Beruf für den Steinbock. Monat April, bitte. Ja, wir haben hier den Narr. Wow, eben dieser Sprung über diesen Felsen. Unglaublich, wie das hier fließt wieder mal, ja. Wir haben die zwei Schwäne hier beim Narr, ja. Wir haben die Harmonie, die Ausgleichung. Und wir haben den Turm. Also das ist eine unglaublich starke Legung. Ich habe hier schon drei große Arkanen drin, ja. Wir haben die Kraft, wir haben den Narr und wir haben den Turm. Entschuldige bitte. Und nein, keine Angst, auch dein Licht geht hier nicht aus, lieber Steinbock. Ich habe mich vorbereitet, wie du siehst. So, du siehst jetzt wahrscheinlich nicht ganz. Lass mich die Kamera ein bisschen höher machen, damit du die Flamme auch schön sehen kannst. Voilà. Also auch hier beruflich und finanziell. Ich weiß nicht, was du hier tust oder getan hast, aber irgendetwas völlig Neues hier mit dem Narren wirst du beginnen oder du hast es bereits. Vielleicht ist es im Moment nur eine Idee, ein Konzept, ein Gedanke, den du hast. Ich will ganz neu starten. Auch beruflich und finanziell hier. Und ich glaube, dass hier das Universum, dass du hier ganz, ganz stark, wie gesagt, mit deinem göttlichen Selbst in Verbindung stehst. Weil der Narr ist ein erleuchteter Mensch. Er ist leicht, die Leichtigkeit. Und er geht den Weg des Herzens. Ja? Er hat keine Ängste mehr. Er hat keine Kondition mehr, er hat keine Erwartung mehr an andere Menschen, an sich selbst. Er ist frei von allem. Und wenn du fühlst, Steinbock, dort muss ich hinkommen, dann mach eine Freischneidung mit mir und anschließend eine Power Transformation und mach ein Seelenscanning. Wie gesagt, ich kann dir hundertprozentig auf diesem Weg helfen. Ich habe das schon so mit so vielen Menschen getan. Und nach den Dingen, wenn sie mit mir arbeiten, das sind nicht mehr dieselben Menschen. Und zwar im positiven Sinne. Das sind Menschen, die endlich wissen, wow, das ist mein Weg, dort gehe ich hin. Ja, die Frieden finden in sich auch. Und das hast du hier. Auch beruflich, finanziell, du wirst etwas ganz Neues starten. Muss ich ehrlich zugeben, sagt auch mir, als Steinbock in der Venus, jetzt ist das zwar nicht unbedingt beruflich, aber ich habe ganz, ganz viele Projekte vor, auch mit meinem Kanal. Und das ist genau, wo ich auch bin. Ich bin das jetzt auch noch am Harmonisieren, das Ganze. Ja, auch bei dir kommt das, dass du hier eine Harmonisierung machst. Eben vielleicht hattest du zu viel Belastung auch finanziell oder beruflich. Du hast hier vielleicht immer zwei Schweine jongliert. Aber ich kann dir sagen, das wird in eine Harmonie kommen. Du wirst einen Weg finden, Steinbock, wie das für dich harmonisch wird.
Ja, du beginnst vielleicht einfach die Prioritäten anders zu setzen. Einfach das Wichtigste mal zuerst. Du beginnst vielleicht aber auch zu delegieren, ja. Vielleicht hast du Menschen in deinem Team beruflich und so weiter, wo du merkst, ich muss ja nicht alles alleine tragen, ich kann abgeben hier. Ja, also etwas beruflich und finanziell kommt bei dir definitiv in die Harmonie. Und durch das, dass das geschieht, wirst du hier auch einen Durchbruch erfahren. Und ich sehe den Turm jetzt hier als einen sehr, sehr positiven Durchbruch. Du wirst dich befreien von Lasten. Das ist, was ich fühle. Und das beschwingt dich. Darum machst du diesen Sprung so beschwingt. Auch finanziell und beruflich. Vielleicht hast du hier Schulden abgezahlt, endlich. Vielleicht kommt hier eine Zahlung endlich hinein. Vielleicht kommt hier ein Projekt endlich in Gange. Was auch immer es ist höchst positiv. Und Ende April, Anfang Mai wirst du hier einen absoluten Durchbruch erfahren. Wow, unglaublich positiv, Steinbock. Ich weiß gar nicht, ich fühle im Moment nicht eine Meisterenergie, die dich hier im Monat April begleiten möchte. Oder das Gefühl hat, sie müsste jetzt hier in deine Leben kommen. Vielleicht kommt noch etwas und wenn nichts kommt, werde ich auch nichts erfinden. Da bin ich sehr transparent. Also ja, erfinden nichts. Wir schauen. Wir kommen jetzt zu Liebe und Beziehung. Bitte für den Steinbock Monat April. Steinbock. April, Liebe, Ja, wir haben hier den Ritter der Kelche. Könnte sein, dass hier eine Versöhnung stattgefunden hat, Ende März, Anfangs April. Wir haben die Tochter des Schwerter im Süden. Also wir hätten hier sicher schon ein Paar, ja. Also ich lege für Mann, Frau gleichgeschlechtliche Liebe. Ja, und wir haben die Liebe selbst. Ja, wow, okay. Du hast das gesehen, diese Karte ist rausgeschossen. Und wenn das eine Karte macht, dann fühle ich mich aufgefordert, diese natürlich auch zu nehmen. Ich werde dir sie jede einzelne ja zeigen. Ja, also Steinbock, wir haben hier definitiv ein Pärchen. Vielleicht lernst du hier auch Ende März, Anfangs April einen neuen Menschen in deinem Leben kennen. Vielleicht handelt es sich um einen bestehenden Partner, vielleicht auch um einen Ehemann oder eine Ehefrau. Definitiv ist, dass diese Person hier sehr stark in den Gefühlen ist. Genau. Ende März, Anfangs April. Mit dem Ritter der Kelche. Ein Ritter bringt dir immer ein Geschenk, ja? Eine Botschaft, ein Entgegenkommen. Beim Ritter der Kelche ist es Wasserenergie, es ist auch Odin hier, ja? Vater der Kelche im Norden, also eher eine männliche Energie. Vielleicht war das dein Partner, wenn du weiblich bist, aber es könnte auch eine Frau sein, wo aber tendenziell diese Energien hat. Und Wasser ist Emotion, das ist also eine sehr emotionale Person. Sie ist verbunden mit der Seele auch, das kommt von der Seele hervor, durchs Herzen für dich. Dieser Kelch, es könnte eine Einladung sein zum Date oder es könnte ein Versöhnungsangebot sein oder es könnte ein wunderschönes Gespräch sein, es könnte ein romantischer Abend sein. Auf jeden Fall hier kommen sehr viele Gefühle, werden dir, lieber Steinbock, entgegengebracht. Und ich habe hier als ein Counterpart oder als die Energie, die dann so gegen Mitte April stattfinden wird, habe ich die Tochter der Schwerter im Süden, die Isis. Also eine Energie auch der Göttin hier. Du siehst das wunderschön mit der Schlange hier vorne, Kundalini, oben hat sie. Den Halbmond ist definitiv auch sehr stark verbunden zur weiblichen Energie, zur Göttin selbst. Aber es ist eben ein Schwert. Das heißt, hier werden diese Emotionen, die hier anfangs März, April in dein Beziehungsleben, in dein Liebesleben gekommen sind,
werden sehr, sehr klar sein. Du wirst dir definitiv Klarheit finden, lieber Steinbock, wenn du nach Klarheit gesucht hast. Es wird auch sehr klar kommuniziert und für dich und deinen Partner oder den Menschen, der in dein Leben gekommen ist, ist ein sehr klarer Weg. Und dieser Weg heißt Liebe. Ja. Das wird sehr offen und klar sein. Und wenn du mich fragst, ist das mein Partner oder meine Partnerin, die ich hier kennengelernt habe, oder mit der ich in einer Beziehung bereits bin und wir hatten vielleicht wirklich Kämpfe und Schwierigkeiten, hier kommt eine Versöhnung rein, ein klares Gespräch rein, ist das mein Partner? Ich sage ja, weil hier haben wir die Liebe. Zwei der Kelche. Auch ein Zeichen der Zwillingsflammen, vielleicht ist das sogar eine Zwillingsflammenergie hier. Und das wird klar werden, definitiv spätestens Ende April, Anfang Mai. Wunder, wunderschön. Und warum sage ich dir ja? Weil, was siehst du hier noch zusätzlich? Lieber Steinbock, die Sonne. Schau, die rote Rose, die Sonne. Die Sonne ist immer in jeder Art und Weise die positivste Karte des gesamten Decks. Die Sonne bedeutet immer ein absolutes Ja. Ja, ja, ja. Diese Beziehung ist höchst positiv. Sie ist sehr rein, sehr unschuldig, denn die Sonne, die Kundalini-Energie, der Schlangenträger, ist eine sehr unschuldige, höchst schwingende, reine Energie direkt aus der Schöpfungsquelle. Jupp. Natürlich, wenn du hier tiefer hineinschauen willst, lieber Steinbock, dann kannst du ganz, ganz gerne eine private Beratung bei mir natürlich noch buchen. Ich bin geflasht hier. Also Steinbock, ich habe, glaube ich, noch selten bei dir eine so höchst, also durch und durch positive Legung gehabt. Ich habe das Gefühl, du bist im völligen Durchbruch in ein völliges, du gehst ins neue Zeitalter, Steinbock. Du springst da schon rüber. Oh, ich habe Gänsehaut und mir kommen hier fast die Tränen. Und ich glaube, darum ist hier auch gar keine Meisterenergie anwesend, weil du, Steinbock, du weißt es selbst. Du hast dein Ruder in die Hand genommen. Ich bin jetzt noch gespannt auf deine Botschaft von der geistigen Welt. Im Sinne von, welches Krafttier stellt dir hier die geistige Welt an deine Seite für den Monat April? Bitte, Spirit, Spirit, bitte, Steinbock. Das Pferd. Das ist natürlich ein Tier der Göttin. Wow. Der neuzeitlichen Göttin, die Pferde, die Einhörner, ja, die Regenbogenkrieger. Wie wunderschön. Das Pferd. Wow. Ich liebe Pferde. Freiheit, Lebenskraft, Güte. Ich glaube, das ist der Sprung, den du tust. Steinbock, ich fühle das so stark. Dieser Sprung in den Narr hinein. Auf dieser Klippe stehen, spring. Ich mache das mit Leichtigkeit. Ich lasse los. Du bist das, Steinbock. Du bist frei. Und wenn du es nicht bist, dann mach einen Sprung. Was auch immer du dann hinter dir lassen musst. Das Pferd. Ich lese es dir noch vor, sehr, sehr gerne. Pferd, Pferd, hier haben wir es. Zugeordnete Eigenschaften und Begriffe. Begleitung, Freiheit. Ja, weil der Narr ist ja nie alleine. Er hat ja den Hund, den ihn begleitet. Ja. Hier sind es zwei Schwäne. Ja, ich muss fast sagen, ich glaube, dass hier auch Sanat Kumara, obwohl das eigentlich auch sein alter Name ist, genau,
und die Göttin hier dir beiseite stehen. Weil das, der Schwan ist auch ein Zeichen der Göttin und von Sanat Kumara. Also sie sind die Kundalini, sie sind den Schlangenträger, die Energie des, der neuen Zeit. Ja. Eben Freiheit, Freiheitsliebe, Güte, Herzenswärme, Intuition, Lebenskraft, Leichtigkeit, Schutz, Selbstbeschwichtigung. Wow. Ein Pferd, das scheinbar schwerelos dahin galoppiert, Mähne und Schweif im Wind wehend, ist der Inbegriff von Freiheit und Lebenskraft. Und wer jemals mit einem Pferd tief in die Augen gesehen und sich darin verloren hat, der hat darin die Herzensgüte dieses ästhetischen Wesens gesehen. Als Krafttier schreitet das Pferd in dein Leben, um dir ein Teil deiner Lasten abzunehmen. Also wie unglaublich. Von A bis Z reden wir hier immer von derselben Sache. Es ist egal, was ich ziehe. Ja? Du siehst dieser Flow, der hier für dich fließt durch mich. Ja? Abzunehmen oder dich ein Stück auf deinem Rücken zu tragen. Es fordert dich auf, dir im Alltag Zeit zu nehmen und Freiräume zu schaffen, um deine Energie aufzutanken. Mit der Nase im Wind hinaus, in die Natur und deine Wildheit auszuleben, das ist es, was das Pferd dir vormacht. Es schenkt dir einerseits Zuversicht und Vertrauen und fordert dich andererseits auf, entspannt, aber dennoch wachsam deine Umgebung wahrzunehmen. So schützt du dich und deine Lieben intuitiv vor unliebsamen Überraschungen, so wie das Fluchttierpferd seine Herde vor Feinden schützt. Wow, ich bin so tief berührt. Ich weiß nicht warum, lieber Steinbock. Ich bin unglaublich tief berührt von dieser Aussage. Nicht nur, weil ich eine unglaublich tiefe Verbindung zum Pferd selbst auch habe, sondern einfach, weil ich hier einen so frischen, freien Wind fühle für dich. Und genau, was ich im medialen Bild bereits gesagt habe beim Steinbock, eben diese Achtsamkeit, die du eben doch an den Tag legst. Und du tust das genau, um deine Herde, um deine Seelenfamilie, um die Menschen, die du liebst, zu schützen. Ja? Und du springst voraus hier mit Leichtigkeit. Und wow, ich könnte hier noch 3 Stunden mit dir sprechen, lieber Steinbock. Aber ich glaube, du fühlst selbst, was für eine unglaublich tiefe Legung und Botschaft das hier für dich ist. Herr Steinbock, wie immer wünsche ich dir alles Licht und Liebe. Du weißt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich bedanke mich für einen Like hier, für einen Kommentar. Ja, werde doch ein Kanalmitglied für 2,99 €. Du darfst alle Videos schon zum Voraus dir anschauen und du darfst auch in meinen privaten Bereich, in meinen privaten Reisen und Gedanken hineinschauen. Und ja, ich freue mich ganz, ganz fest auf dich, auch dich einmal persönlich kennenlernen zu dürfen. Lieber Steinbock, wie immer, bis bald. Ich freue mich auf dich. Tschüss.